Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werde ich euch mal ein paar Züge aus dem Voxel Transfer 3 Content Pack für die Minecraft Immersive Railroading Mod zeigen. Dieses Content Pack fügt viele verschiedene Züge aus der ganzen Welt hinzu. Und ich habe mir mal ein paar Züge ausgesucht, die mir besonders gut gefallen. Und diese werde ich euch jetzt vorstellen. Der Download-Link ist natürlich in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, da wären wir auch schon und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hier haben wir eine Baureihe 146 der Deutschen Bahn. Sie kann maximal 160 km/h fahren und ist Teil der Bombardier Trucks-Reihe. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Führerstand rein. Ich finde, der Führerstand sieht sehr detailreich aus, also er hat sehr viele Details, was ich ziemlich cool finde. Obwohl hier diese Voxel-Grafik benutzt wurde, also diese Blöckchen-Grafik. In dem Maschinenraum ist leider nichts vorhanden, aber in manchen Zügen haben die hier auch noch ein paar Details reinmodelliert. Und ja, hier haben wir noch eine Lok von der Bombardier-Trucks-Reihe, diesmal aus den Niederlanden. Sieht jetzt nicht wirklich anders aus. Hier kann man ein paar Unterschiede am Führerstand sehen. Aber sonst auch nicht viel. Aber diese Version hat hier 4 Pantographen und die von der Deutschen Bahn hat nur 2. Jetzt kommen wir zur Baureihe 114. Das ist auch eine Elektrolokomotive und sie kann auch maximal 160 km/h fahren. Aber die ist schon älter. Der Führerstand sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber irgendwie finde ich hier die Farben ein bisschen merkwürdig. Naja, in dem Maschinenraum ist leider auch nichts vorhanden. Aber wir kommen später nochmal darauf zurück. Da gibt es nämlich einige Züge, die das haben. Und ja. Dann haben wir hier die Baureihe 1440, auch bekannt als Coradia Continental. Das ist ein Elektrotriebwagen, der aus mehreren Segmenten besteht. Wir haben ein Hecksegment, ein mittleres Segment und ein Frontsegment. Hier, den Mittelwagen, den gibt es auch ohne Pantograph. Und ja, die Lackierung ist hier von der Mitteldeutschen Regiobahn, also von der MRB. Sieht sehr cool aus und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Der Fahrgastraum gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Führerstand sieht auch sehr schön aus. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter durch den Zug. Jetzt sind wir hier im Mittelraum, also im Mittelwagen. Und hier sind wir auch am Ende angekommen. Dann haben wir hier eine tschechische Baureihe, nämlich die CD 810. Das ist ein einteiliger Dieseltriebwagen, der mich ein bisschen an den Schienenbus erinnert, aber hier dieser Triebwagen sieht ein bisschen moderner aus. Wir gehen mal rein. Das ist hier, also soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich hier tschechische Zuschauer habe, könnt ihr mir vielleicht mal diese Frage beantworten. Denn, soweit ich weiß, ist das hier die ältere Lackierung und das hier die neuere Lackierung. Wir gehen mal in den älteren Zug rein. Hier haben wir dann den Führerstand. Hier haben wir einen kleinen Vorraum. Hier auch mit Toilette, was ziemlich cool ist. Hier haben wir ein paar Sitze. Hier ist der Hauptfahrgastraum und hier ist der andere Führerstand. Hier gibt es noch mal eine andere Ausführung, jetzt mit blauen Sitzen. Und ja, jetzt kommen wir hier zu Baureihe 218. Das ist eine deutsche Diesellokomotive. Das ist auch meine Lieblingsbaureihe tatsächlich. Diese wird vor Güterzügen und vor Personenzügen eingesetzt, also ein echter Alleskönner. Wir gehen mal rein in den Führerstand. Und der gefällt mir hier richtig gut. Hier haben wir sogar das, also dieses Lenkrad, was man zum Aufschalten der Fahrstufen benutzt.
Und ja, hier können wir dann auch in den Maschinenraum oder in den Motorraum reingehen. Und ja, sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Hier haben wir nochmal den anderen Führerstand. Dann haben wir hier diverse deutsche Intercity-Wagen. Hier haben wir den Steuerwagen. Hier ist dann halt ja, ein Abteil für Fahrräder vorhanden. Hier haben wir dann den Führerstand. Hier haben wir ein paar Klappsitze. Und hier einen zweite Klasse Großraumwagen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Hier haben wir auch noch ein weiteres Abteil. Vielleicht ist das für den Zugchef, aber da bin ich mir nicht sicher. Dann haben wir hier einen erste Klasse Wagen. Also ein AVMZ 108. Ich kenne mich jetzt nicht so mit den, ja, mit den Modellnummern aus. Aber ja, dann haben wir hier ein paar erste Klasse Abteile mit ja, 6 Sitzen pro Abteil. Hier haben wir, glaube ich, auch noch. Upsala, jetzt bin ich in den anderen Wagen reingegangen. Okay, gut, egal. Ich glaube, hier haben wir sogar ein Klo, soll das sein. Dann haben wir als nächstes noch einen Erste-Klasse-Wagen. Hier kann man aber einen kleinen Unterschied sehen. Dieser Wagen ist hier mit einer Schiebetür versehen. Und hier haben wir so eine Klapptür, die man noch mit einer Klinke aufmachen muss. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich denke mal, dass dieser Wagen älter ist, also ein früheres Baujahr hat als der andere. Ich muss mal kurz den Regen wieder ausschalten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht kann das mir ja jemand in den Kommentaren sagen. Hier haben wir dann auch wieder ein Klo und weitere erste Klasse Sitze. Wieder 6 pro Abteil. Dann haben wir jetzt hier ein BVMZ, also ein zweite Klasse Wagen, auch mit Abteilen. Wir haben jetzt hier eine andere Farbe. Ja, dann haben wir hier ein WRMZ, das ist ein Speisewagen. Ich muss mal kurz noch mal auf Tag stellen. So, der Speisewagen sieht auch sehr schön aus, finde ich. Hier haben wir ein paar Esstische mit Sitzen. Hier haben wir diese kleine Bar mit der Küche. Und hier haben wir weitere Sitze. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier als letztes den BWMZ-Wagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der sich unterscheidet, aber der hat wieder hier diese neueren Schiebetüren. Hier haben wir auch wieder 6 Abteile mit zweite Klasse Sitzen. Dann haben wir hier als nächstes die N-Wagen. Ich glaube, viele von euch kennen die bestimmt. Das sind ältere Nahverkehrswagen, die bei RBs und REs, also bei Regionalbahnen und Regionalexpressen eingesetzt wurden. Soweit ich weiß, fahren die heute nicht mehr. Aber früher sind die sehr oft gefahren, auf vielen Linien. Hier hinten haben wir dann halt einen ganz normalen Wagen. Hier haben wir auch wieder diese alten Klapptüren oder Falttüren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die heißen. Und relativ einfache Sitze auch. Hier kommen wir jetzt in den Steuerwagen. Hier haben wir ein Klo. Und noch, das ist wahrscheinlich ein, weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ein Zielanzeiger oder so, also was die nächste Station ist, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich war noch nie in einem N-Wagen tatsächlich drin. Und hier vorne haben wir dann wieder den Führerstand. Außerdem, was mir aufgefallen ist, haben die hier neuere Türen. Anscheinend haben die hier wieder diese Schiebetüren eingebaut statt diesen Falltüren. Sehr interessant. Dann haben wir hier als nächstes die Doppelstockwagen, auch bekannt als DOSTOS, als ja, Abkürzung.
Ja, hier haben wir einen Steuerwagen. Können wir mal reingehen. Hier ist der Führerstand, was hier ein bisschen merkwürdig ist. Wenn wir jetzt hier weitergehen, laufen wir zwischen den zwei Ebenen. Aber ich glaube, das geht auch nicht anders. Hier sind wir dann in einem normalen Wagen. Und hier laufen wir dann in der unteren Ebene. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Generation das ist. Aber naja, hier haben wir dann einen absoluten Klassiker, nämlich den VT98, also den Schienenbus. Können wir reingehen. Hier noch mit diesen alten Sitzbänken und mit den Führerständen, die tatsächlich keine Abgrenzung zum Fahrgastbereich haben. Dann haben wir hier noch eine Toilette. Und ja, die wurden ja früher sehr oft auf kleineren Nebenbahnen eingesetzt. Und ja, das sind so meine Lieblingszüge aus dieser Mod. So, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verbesserungsvorschläge wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.